Ja, hallo meine Lieben, ich habe mich jetzt gerade mal ganz spontan dazu entschlossen, ein kurzes Video zu machen, weil ich bei Instagram auf ein interessantes Thema gestoßen bin. Und während meine Hygrolon-Seitenwände in Terrarien unten trocknen, beziehungsweise der Kleber trocknet, kann ich die Zeit nutzen, um ein paar Sätze zu diesem Thema zu sagen. Da mein kameraintegriertes Mikrofon irgendwie rumzickt und keinen Ton aufnehmen wollte, habe ich jetzt mir das Ding hier aufs Ohr gesetzt, sehe zwar jetzt aus wie ein frisch assimilierter Borg, aber das ist jetzt auch erstmal egal. So, also es geht um das Thema Pikieren von Sämlingen. Und da habe ich eben bei Instagram so einen schönen, so ein schönes Posting gesehen, wo es um dieses Thema ging. Und da habe ich festgestellt, dass da wohl doch ein bisschen Aufklärungsbedarf notwendig ist. Pikieren kennt ihr ja alle als Gartenfreunde. Man sät Samen in eine Saatschale aus, die Jungpflanzen keimen und stehen nachher unterm Strich einfach zu eng und haben keinen Platz, um weiterzuwachsen. Und man nimmt sie mit einem kleinen Pikierhölzchen oder ähnlichem Werkzeug vorsichtig aus der Saatschale und pflanzt sie dann in Paletten oder einzelne Töpfe. Ja, der Sinn dieser ganzen Angelegenheit ist, dass die Pflanzen mehr Platz zum Wachsen haben im Wurzelbereich und natürlich auch oben im Laubbereich. Das ist im Prinzip richtig, dass die Pflanzen den entsprechenden Platz brauchen, aber Pikieren ist nicht in jedem Fall notwendig und kann sogar eher kontraproduktiv sein. Und zwar aus folgendem Grund. Pflanzen wachsen genauso wie andere Lebewesen in Gemeinschaft besser als einzeln. Ja, das hat auch was damit zu tun, dass sie untereinander über das Wurzelwerk miteinander kommunizieren. Und verschiedene andere Dinge. Also da gibt es eine ganz fantastische DVD, die heißt, ach, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, da geht es um den Wald. Die geheime Sprache der Bäume oder so ähnlich. Heißt ja, und dort wird das auch alles nochmal erklärt. Das heißt, wenn man jetzt diese Jungpflanzen, diese Sämlinge aus der Gemeinschaft herausreißt und in einzelne Töpfe setzt, wo sie nicht mehr über das Wurzelwerk Kontakt haben und miteinander kommunizieren können, dann ist das für die Pflanzen einfach eine unnatürliche Lebensweise. Und wir müssen aufhören, Pflanzen mit anderen Augen zu betrachten, als wir Tiere zum Beispiel betrachten. Ja, bei Tieren, also Aquaristik, ist das ja schon ewig ein Thema. Auch bei Nagetieren zum Beispiel, die gerne als Haustiere gehalten werden, Meerschweinchen, Ratten, Mäuse und so weiter. Da wird ja schon ewig darüber diskutiert, dass eben Einzelhaltung nicht artgerecht ist und bei den Tieren psychischen Schaden anrichten kann. Das gilt übrigens auch für Hunde, Katzen und andere Tiere, die so gemeinhin als Haustiere gehalten werden. Und leider ist es ja heute Trend, dass immer mehr Arten dazukommen und Haustiere werden, an die vor 20 Jahren noch niemand gedacht hat. Ja? Gemeinschaft, Familie ist für Pflanzen genauso wichtig und man ist ja mittlerweile sogar zu der Erkenntnis gekommen, und zwar nicht im Bereich von Verschwörungstheoretikern, sondern wissenschaftlich, dass Bäume zum Beispiel sogar ihre Jungen stillen. Ja? Also zum Beispiel eine Eiche, wenn die ihre Samen abwirft, der Samen keimt, die Jungpflanzen aufwachsen, dann ist es auf dem Boden, auf dem Waldboden oft so dunkel und eng, dass die Jungpflanzen eigentlich kaum eine Überlebenschance hätten, weil sie zu wenig Licht bekommen, weil es sehr eng ist, die Nahrungskonkurrenz sehr stark ist. Gerade im Laubwald ist die Nahrungskonkurrenz auf dem Boden sehr, sehr stark. Im Nadelwald eher nicht so, aber im Laubwald schon. Und die Jungpflanzen werden dann regelrecht über das Wurzelwerk der Eltern gestillt. Ja? Und wir müssen endlich damit aufhören, Pflanzen anders zu betrachten als nichtpflanzliche Lebewesen, als Fische, Kriechtiere, Lurche, Säugetiere etc. Ja? Die Lebensweise von Pflanzen ist denen von Tieren und Menschen sehr ähnlich. Nur dass sie eben, dass die äußeren Erscheinungsformen etwas von dem abweichen, was wir uns als Menschen darunter vorstellen. Ja, und als Menschen sind wir ja häufig sehr beschränkt in unserem Denken.
Ja, also betrachten wir bitte ab sofort die Pflanze mit den gleichen Augen, wie wir Meerschweinchen, Wellensittiche, Katzen und Hunde betrachten. Ja. Und die Qualität der Pflanzen, die Qualität der Erträge hängt natürlich in erster Linie von den Wachstumsbedingungen ab. So. Wenn wir also die Pflanze pikieren, dann passieren verschiedene schwere Eingriffe in ihr Leben. Zum Beispiel, was ich gesagt habe, sie können nicht mehr miteinander kommunizieren. Die Kommunikation geschieht unter anderem auch über Pilzgeflechte, die sich im Boden bilden. Die ganze Erde ist eigentlich von diesen Pilzgeflechten durchzogen. Und die Pflanzen können damit tatsächlich über 1000 Kilometer miteinander kommunizieren. Man spricht auch heute vom WWW, vom Wood Wide Web. Ja? Und da sind ganz bestimmte Pilzmyzele für zuständig. Ich habe letztes Jahr mit diesen Pilzen auch im Garten experimentiert, ja, und sie extra in den Boden eingebracht. Mir fällt jetzt bloß gerade der Name nicht ein, aber ich schreibe das dann in die Kommentare drunter, wenn ich da, wenn mir es wieder einfällt. So, und hinzu kommt natürlich auch die mechanische Beschädigung der Wurzeln. Ja, also wenn eine Wurzel einmal aus der Erde rausgerissen ist, dann ist sie tot. Sie wächst nicht mehr weiter, sie ist nicht mehr funktionsfähig. Die Pflanze muss eine neue Wurzel bilden. Ja? Anders ist das, wenn Jungpflanzen in Hydroponik aufgezogen werden, dann ist die Wurzel weitestgehend unbeschädigt, wenn sie aus dem Wasser rauskommt und ganz schnell in die frische Erde, feuchte Erde hineinkommt. Wenn sie einen Moment liegt, ist die Wurzel auch hin. Ja? Die Wurzelhaare sterben ab und die Pflanze kann die Wurzel nicht mehr benutzen. Die Wurzelhaare sind auch nicht nachbildbar. Sie muss eine komplette neue Wurzel bilden. Oder sofern der Wurzel, Stamm, nenne ich es jetzt mal, der Fachbegriff ist jetzt egal, muss weiter wieder neu wachsen und dort an dem neuen Bereich wieder Wurzelhaare bilden. Denn die Wurzelhaare sind das einzige Organ, mit dem eine Pflanze Nährstoff und Wasser aufnehmen kann. So. Und darum ist es auch überhaupt kein Problem, wenn man eine Pflanze beim Umpflanzen fast vollständig von der Wurzel befreit. Ja? Manche, die haben da aber ein bisschen Angst und sagen, oh, das tut mir weh, wenn ich die Wurzel abschneide. Nee, ab damit. Weil die Wurzeln sterben ab, wenn die einmal aus der Erde raus waren, die Wurzelhaare tot sind, dann sterben die Wurzeln ab und faulen, also weg damit. Ja, die Pflanze dann, der Pflanze wenigstens die Chance geben, neue Wurzeln zu bilden ohne Fäulnis im Wurzelbereich. So, das ist also diese mechanische Beschädigung, die die Pflanzen dann ertragen müssen, wenn sie pikiert werden. Wie gesagt, dann der Verlust der Kommunikation und der Verlust der Pilze, ja, die teilweise oder nicht nur teilweise auch sehr viel oder vielleicht sogar immer sogar Pflanzen ernähren und Nährstoffe an die Wurzeln heranführen. Ja. Wenn mir doch jetzt bloß der Name des Pilzes einfallen würde, mit dem ich letztes Jahr experimentiert habe. So, darum muss man also nicht generell pikieren, sondern wenn die Pflanzen in der Saatschale genügend Platz haben, um Wurzelwachstum und Laubwachstum zu betreiben, dann sollte man sie dort drin stehen lassen. Man sollte sogar so weit gehen und sagen, ich sehe sogar in der Schale so aus, dass ich nicht dort eingreifen muss. Oder maximal ein, zwei Pflänzchen rausnehme, die jetzt tatsächlich aus Versehen da zu eng herangestreut wurden und dort gewachsen sind. Ja, also das, was man im Anfang bei der Aussaat gründlicher und sorgfältiger arbeitet und sich mehr Zeit nimmt, das kommt der Pflanze nachher zugute. Ja? Und ich sage es auch nochmal ganz klar, wenn ihr die Garten-YouTube-Kanäle durchguckt, ja? Und ich bin ja selber Abonnent von verschiedenen Garten-YouTube-Kanälen, die Qualität ist ja sehr unterschiedlich. Und da werden teilweise Dinge gezeigt, stolz präsentiert, und ich kann ja verstehen, dass junge Gärtner, also jung im Sinne von Lebensalter und jung im Sinne von gerade frisch mit dem Gartenhobby angefangen, dass sie natürlich stolz auf ihre Pflanzen sind. Da habe ich natürlich vollstes Verständnis für. Aber wenn ich dann Tomatenpflanzen im August präsentiert bekomme, wo der Stängel so dünn ist wie mein kleiner Finger im Freiland, und derjenige sagt, oh, meine Tomate ist so toll geworden, dann sage ich, nee, die ist Schrott, mein Lieber. Ja, eine Tomatenpflanze ist nicht so. Und hat nicht solche Abstände zwischen den Fruchtständen, sondern eine Tomatenpflanze im Freien hat einen Stängel, der ist so dick wie meine zwei Daumen oder drei nebeneinander. Ja? Und hat auf der Höhe von 1,20 m fünf Fruchtstände mit, was weiß ich,
10, 15 Früchten dran. Ja? So. Und da muss man auch ganz klar differenzieren und sagen, nein, das ist keine gesunde Pflanze, die hat keine vernünftigen Wachstumsbedingungen gehabt, die ist einfach Schrott. Ja, man kann zwar was von ernten, man kann ein bisschen was von essen, man kann auch stolz drauf sein, aber es ist unterm Strich Müll. Ja? Und was wir am Anfang investieren, in dem Moment, wo wir das Saatkorn aus der Tüte nehmen, das ist nachher, am Ende werden wir an positiven Ergebnissen erzielen. Was wir am Anfang versäumen, in den ersten Tagen und Wochen, ja, Platz, an vernünftige Wässerung, an Ernährung, an Licht vor allen Dingen. Licht und Wärme sind sehr, sehr wichtig, und der immer wieder vernachlässigte Punkt ist das Licht. Ja. Licht ist das A und O für Pflanzen. Ja. Das ist für eine Pflanze ist das Licht, die Lichtstärke genauso wichtig wie für uns der Sauerstoffgehalt der Luft. Ja. 21% Sauerstoff brauchen wir, wenn es nur noch 18% sind, geht uns langsam die Luft aus. Ja? So, und Licht, und dazu werde ich vielleicht in absehbarer Zeit nochmal was sagen, das will ich jetzt hier nicht machen, weil hier ging es jetzt um die Frage des Pikierens. Und wenn ihr das berücksichtigt, was ich jetzt hier gesagt habe, so schnell und spontan dahin, mit meinem Chaos da hinten im Hintergrund, was ich jetzt nicht aufgeräumt habe, ihr wisst ja, Jahresanfang, Jahresabschluss 2018 und so das Übliche. Aber mir war es jetzt wichtig, das nochmal zu sagen an dieser Stelle, jetzt wo es losgeht mit der Jungpflanzenanzucht und jeder in YouTube und Instagram und Facebook seine ersten Chili- und Paprikasämlinge und Physalis-Sämlinge zeigt, da war mir das nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir hier eben am Anfang sorgfältig sein müssen, vernünftig arbeiten müssen, um nachher wirklich vernünftige, kräftige Pflanzen mit guten und im Ernährungswert hochwertigen Erträgen zu haben. Jo, so, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Macht's gut und viel Spaß im Garten, beziehungsweise im Moment noch bei der Jungpflanzenanzucht.